Das möchte ich sehen. Dass du irgendwann einmal was beginnst und das einmal wirklich komplett durchziehst. Männerträume werden Wirklichkeit. Seit 15 Jahren baut der Ingolstädter Familienbetrieb MMS Cycles Motorradunikate für Individualisten. Ja, das ist sie. Mein Baby. Andreas hat das Motorradbauen von Vater Toni gelernt. Jetzt fordert er seinen Meister heraus. Mit einem eigenen Bike-Stil will sich der Junior gegen die traditionellen Erfolgsmodelle seines Vaters durchsetzen. Ist das dein Ernst? Hast du keine Angst, dass du da maßlos untergehst? Ein Wettkampf auch gegen die Zeit. Zwei Motorräder müssen innerhalb von 2 Wochen gebaut werden. Total übermüdet. Wir haben praktisch komplett die ganze Nacht durchgearbeitet. Und hier soll das Familienduell entschieden werden. Die European Bike Week ist die größte Biker-Fete Europas. Jedes Jahr pflegen Hunderttausende in Farg am See den American Way of Ride. Ich bin eigentlich sehr davon überzeugt. Es ist halt mal ein bisschen was anderes, wie die anderen in der Custom-Szene auf dem Markt bringen. Jetzt in D-Max Doku. Die Chopper-Familie. Ein Leben für 2 Räder. Ingolstädter Motorradbauer von MMS haben in nur 2 Wochen 2 Motorräder für die Showbühne fertiggeschraubt. Nachwuchs-Customizer Andy hat seinen Vater zum Familienduell in Farg herausgefordert. So, dann entschuldigen wir zuerst mal den Vater sein Bike. Jungs, bitte klatschen. So, und jetzt Anisha, den Sohn. So, da haben wir jetzt hier das Bike vom Sohn. Erzähl kurz ein bisschen was dazu. Der Vater hat einen modernen Heinecker gebaut. Und hier der Sohn, ein Mixer aus Oldschool. Und gepaart mit sehr schönen neuen Teilen. Sie haben erst vor 14 Tagen angefangen, diese Bikes zu bauen. Und die sind heute Morgen um 8 haben sie aufgehört. Da haben sie den Schraubenschlüssel weggelegt und haben gesagt, okay, wir müssen nach Farg. Jetzt stehen sie hier, fertig, zum Abstimmen. Guckt euch die Bikes genau an. Und dann stimmen wir nachher ab. Und zwar per Applaus pro Bike. Natürlich bin ich stolz. Das war mein nicht viele in meinem Alter mit 26 bekommen ein Budget von 30.000 Euro, um so einen Hobel dahin zu stellen. Und wie gesagt, und leider Glückes habe ich halt die Möglichkeit bekommen. Und jetzt werden wir sehen. Also ich bin eigentlich sehr davon überzeugt. Es ist halt mal ein bisschen was anderes, wie die anderen in der Custom-Szene auf den Markt bringen. Und vielleicht setzt es ja durch. Das Publikum hat 20 Minuten Zeit, die Bikes eingehend zu betrachten. Unter den Zuschauern sind viele Kollegen aus der Custom-Szene. Aber auch Biker und Motorradfans. Also jetzt im Moment fällt uns natürlich eine Riesenlast von der Schulter, ganz klar, weil wir wirklich bis heute Morgen in der Früh um 8 Uhr versucht haben, beide Fahrzeuge nicht bloß showfertig, sondern natürlich fahrfertig herzubringen. Das hat natürlich in der Kürze der Zeit leider nicht funktioniert. Aber man sieht ja die Reaktionen der Leute, jetzt ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Jetzt schauen wir halt mal, was rauskommt. Aber ich denke mal, der Andreas hat natürlich alleine wegen der Sympathie der Jugend sicherlich die Nase etwas weiter vorn. Okay, dann bitte ich jetzt mal den Vater yes. zu seinem Bike. Den Sohn zu seinem Bike. Ich komm schon. Es geht auch nicht darum, es geht darum, dass die neue Generation einfach mal dem Alten zeigen wollte, was er kann. Und inspiriert von vielen Modellen, die mittlerweile in der Custom-Szene schon rumlaufen, hat er mal rausgehauen, was er hier so machen kann mit seinem Bike, mit seinem Stil. Die 7 zieht sich durch alle Bikes durch, die er baut. Deshalb nennt sich auch BJ7. Und hier haben wir die Brand One. Brand One. Dann bitte ich jetzt um den Applaus für den Vater. Nun der Applaus für den Sohn. Eindeutig Verlust. Eindeutig. Ich leg mich mal fest. Die neue Generation hat gewonnen. Hat er auch verdient. Danke nochmal.
Ja, ich denke schon, dass ich ein fairer Verlierer bin. Also man hat es natürlich schon, diese Manipulationsversuche seinerseits, hat man dann schon. Manipulation? Ich bin einfach daneben gestanden. Ich bin furchtbar stolz auf ihn. Ich weiß, so viel Selbstbewusstsein habe ich, dass ich verdammt gut bin. Aber